Eine Bestie ist am gefährlichsten, wenn man sie in die Enge treibt. So auch Sumanguru. Er drang südwärts ins Kernland der Mandinka vor, wo er Sundiatas Familie schon einmal abgeschlachtet hatte. Man sagte, er habe sein sagenumwobenes Balophon bei sich, mit dem er den Sieg beschwören würde. Und die Griots sangen schon vom Sieg des Zauberers in der Schlacht, bevor sie überhaupt begann. Sundiata traf am Nigerstrom auf ihn, an einem Ort namens Kirina. Sosso und Jolof-Krieger standen aufrecht in einer langen Reihe, schlugen auf ihre Schilde und grinsten den Kriegern von Sundiatas Bündnis entgegen. Pferde und Kamele wirbelten auf dem Schlachtfeld so viel Sand auf, dass er die Mittagssonne verdeckte. Sumanguru selbst betrat das Feld im staubigen Zwielicht. Sundiata sah ihn über die flirrende Ebene hinweg. Als die Armeen sich zum Angriff bereit machten, erklang die Musik eines Balophons. Der entscheidende Moment stand bevor. Den Sieger erwartete ganz Westafrika. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2. Lang ist's her, als die letzte Folge kam. Das war, glaube ich, Februar. Und jetzt haben wir Juni. Ja, besiegen Sie Sumangurus Armee, rot. Ja, und wir haben noch Mema, Fakoli und die malischen Händler. Schön. Erstmal muss ich direkt ganz kurz was vorher weg sagen. Ich habe gar keinen Plan mehr, wie das Spiel geht. Nein, Quatsch. Ich habe es aber trotzdem jetzt seit ein paar Monaten nicht gespielt, ne? Also habt ein bisschen Nachsicht. Woran das Ganze übrigens lag, das sage ich übrigens gleich mal nebenbei. Jetzt fangen wir erstmal ganz kurz an. Und 125, Imperialzeit, klingt doch schon mal Sumanguru ganz gut. Sumanguru führt seine Sosso-Krieger gegen uns in die Schlacht. Zeigen wir dieser Hund, wie malische Soldaten kämpfen. So, ganz kurz alle eins. Ich mache euch mal als vier. Einmal kurz umliegend erkunden, ne? Die neuen schicken wir erstmal in Holz. Linie der dritte Dele. Ich weiß gar nicht mehr, was ich kann, wenn ich ehrlich bin. Habe ich schon wieder vergessen, weil es halt ein paar Monate her ist. Und die ganzen, in Anführungszeichen, neuen Völker, ja, alles, was African Kingdoms und später ist, gar keinen Plan. Ich vergesse es immer wieder. Wenn ich es einmal kurz gelesen habe, dann weiß ich es wieder. So wie hier zum Beispiel Gebeto. Nice, ich weiß wieder, worum es geht. Ja, das Dorfzentren Pfeile schießen finde ich generell auch ein ziemlich geiles Ding auf der Karte hier, denke ich mal. Kavallerie war so stark. Yo. Hä? Echt jetzt? Kaserneinheiten haben mehr Durchschlagspanzerung. Es war gegen Pfeile, ne? Ne, ich glaube schon. Nee, doch, klar. Muss ja. Goldabbau ist gratis. Schön, schön, schön. Kavallerie war aber so mittelmäßig, ne? Dann machen wir, glaube ich, eine Mischung aus Elitekämpfern und Kamelreitern, oder? Ich weiß nicht, was ich die letzten Male gemacht habe. Und ich weiß auch nicht mehr, wie das alles jetzt hier so vonstatten ging. Ah, komm, kriegen wir schon hin. Machen wir doch mal den da dazu. Dann gehen wir auch auf Langschwertkämpfer. Was haben wir denn für Gegner? Ja, das... Ja, gut, ne? Lassen wir mal so stehen. Müssen wir den verteidigen vielleicht? Irgendwann? Gleich? Ja, ich hoffe mal nicht. So, jetzt habe ich ja ganz kurz Zeit. Jetzt kann ich eben sagen, was da so Sache war die letzten paar Monate. Jetzt habt ihr schon gesehen, Payday 2 hat angefangen und Payday 2 ist mitunter so ziemlich das allergrößte Projekt, welches ich jemals gestartet habe. Es ist übel viel Planung drin. Es ist so viel. In dieser Region gibt es sehr wenig Holz. Wenn wir mehr wollen, bleibt uns nur der Weg über den Fluss. Doch der wird von Sosso-Türmen bewacht. Wir sollten alle fünf zerstören. Okay. Ja, und da muss ich es halt sagen, ist halt nicht nur planungstechnisch super viel reingeflossen, sondern auch einfach, ich weiß, wie sagt man das am besten, um Luft zu klingen? Es ist so viel Herzblut drin, weißt du, das klingt so schnulzig und doof irgendwie. Aber ist halt so. Es ist so übel viel Arbeit und Neißigkeit reingeflossen, ja? Das kannst du gar nicht anders beschreiben. Lol. Ach, das ist ein Haus, lol. Das hab ich nicht gesehen so. Ja, gut, dann halt hier hin. Wir machen die Infanterie ein bisschen schneller. Ja, wir haben halt Türme und so, weißt du? Das ist eigentlich ganz praktisch. Okay, da unten haben wir gelb. Mit 50 Dorfzentren übereinander. Schick. Und die kann ich auch nicht angreifen, weil die sind genauso wie meine Dorfzentren, die können schießen. Das ist ja belastend.
Na gut. Kriegen wir auch alles hin. Na wenn, aiwa. Wo ist eigentlich unsere Mühle? Weil ich kann die bauen. Warum kann ich die bauen? Habe ich irgendwo eine Mühle? Nee, eigentlich nicht, ne? Dicker. Oder kann ich generell Felder bauen? Ach nee, Leute, ich war jetzt gerade... ja, vergiss, was ich gesagt habe. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich war gerade beim anderen Ding zu. Ist ja auch egal. So, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen... Aiwa. Ich würde schon fast sagen, wir mauern uns kurz ein. Dass wir hier zumindest in Ruhe Felder bauen können, ohne gleich direkt 50 mal angegriffen zu werden. Das ist mich so ein bisschen meine Sorge. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier reicht, weil da ist halt seichtes Gewässer. Hoppala. Könnte schwierig werden, wir ziehen es trotzdem mal durch. Ah, der greift da jetzt wahrscheinlich kurz das Ding an, ist auch gar kein Problem. Ich hab vergessen, Dorfwohnung zu produzieren, aber das ist ja eh der Klassiker. Passt schon. Da ist doch safe Platz zwischen, oder? Okay. Vertrauen wir mal drauf. So, ist jetzt schwierig, weil der hat ein paar Bogenschützen da. Aber geht, weil ich die. Das sind zu gute Bogenschützen, da müssten wir eigentlich relativ gut klarkommen. So, genau, gehen wir zurück in die Arbeit, aber auch lieber ein Feld. Ja, haben wir doch ganz gut hingekriegt, würde ich jetzt mal so behaupten. So, dann hätte ich gleich gerne mal eine Schmiede, die nicht der Zeit hat. Ja, habt das damit kuscheln? Schön. Die setzen wir mal vor die Kaserne, würde ich sagen. Müssen ein bisschen platztechnisch auch gucken, wo wir bleiben. Ach, da hinten sind sie, lol. Ja. Weiß ich nicht, ne? Geht ihr beiden mal am besten da rein? Also die Hotkeys kriege ich halt immer noch ein bisschen hin, ne? Bin ich ein bisschen stolz drauf gerade. Schwierig hier, ne? Naja. Du sollst dir nicht helfen. Mach du uns mal ganz kurz noch ein Kloster, dass wir zumindest einen Heiler hier haben. Wir müssten eigentlich zuerst die Durchschlagspanzerung machen. Machen wir auch eben. Da bräuchten wir auch gleich noch ein paar Häuser. Du gehst erstmal rein. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Dorfbewohner immer darauf hinauslaufen, sich selber auszusperren. Das sind schon richtige kluge Menschen. Ja, ziehen wir hier oben noch ein paar Häuser. So. Müsste reichen. Drei neue Dorfbewohner. Die setzen wir natürlich auch hier hin, weil wir haben nicht so viel Holz. Müssen wir dann auch wenigstens das kriegen, was wir zur Verfügung haben. So, du machst den hier, genau. Und ihr macht jetzt so eine Mühle. Die setzen wir am besten da schon mal hin, dass wir schon mal ein paar Felder setzen können. Ende. Das ist ja auch wichtig. Setz mal da hin. Ja, hier haben wir jetzt einen Armbrustschützen drin. Das ist ein bisschen mies, bin ich ehrlich. Aber ich hoffe, dass der Mönch das dann gleich für sich beanspruchen kann. Aber ich will jetzt ungern meine, in Anführungszeichen, Front verschieben. Ja, könnt ihr ruhig da hacken, ist okay. Je früher, desto besser. So, die haben wir alle. Sehr schön. Imperialzeit ist natürlich noch sehr teuer alles, ne? Ich würde lieber lange noch ein bisschen Ritterzeit bleiben. Ah, jetzt geht's schon wieder los. Ja gut, das geht ja trotzdem eigentlich. Ah, geht doch. Die bleiben zum Glück auf uns zu stehen, dann bin ich ein bisschen schneller als die. Das ist fein. Ab da.
Den können wir ganz kurz bekehren, den Kaminreiter. Der bringt mir tatsächlich ziemlich viel. Danke. Machen wir noch einen. Ist gerade wichtig. Da kommen gerade Schwertkämpfer. Ist auch nur so ein Semi... Ja, der wird da oben durchlaufen können, oder? Ja, hier ist eine Lücke. Die habe ich nicht ganz gesehen. Lol. Ach so. Ja, das ist kritisch. Das habe ich nicht ganz gesehen. Ist ärgerlich. Aber bin ja dabei, ne? Kein Problem. So, den bekehren wir direkt, weil wir brauchen den. Komm weg da. Ja, der wird sterben, das ist nicht so schlimm. So. Das sind beides Nahrungssammler, dann könnt ihr wieder da dran gehen. Teilen wir die mal kurz ein bisschen auf. So ist gut. Okay, sehr schön. Ja, den Einschaltkämpfer habe ich nicht gesehen, bin ich ehrlich. Aber der juckt sich auch überhaupt nicht für mich. Naja, stimmt, das einer ist nicht so schlimm. Das geht schon. So, kurz Auto-Replenishen machen, das dann machen. Die Bogensäge bräuchten wir auch gleich. Wir haben ein paar mehr Felder, wir brauchen ein bisschen mehr Nahrung. Und da oben müssen wir leider ganz kurz auch zumachen. Den da unten habe ich auch noch, den darf ich nicht vergessen. Ach, weißt du was, wir können einfach hier zumachen. Hilft ja nichts. Machen wir so. Ein paar Häuser. Na, ist klar. Noch mal ein paar Dorfbewohner, bevor wir die jetzt komplett vergessen hier. Hier haben wir noch einen Holzfäller. Dürfen wir auch nicht vergessen. Der geht mal auch noch ein Feld machen, weil wir haben ein bisschen zu viel Holz, aber zu wenig Nahrung. Geht ihr mal fällen, bitte? Genau. Macht ihr auch mal bitte eins? Ich denke mal, die werden nicht lange reichen, aber ich muss trotzdem mal gucken, wie wir hier klarkommen, ne? Also Grün mit seinem Schwertkämpfern, der ist ja easy zu kontern. Habe ich ja selber. Ja. Fakoli mit seinen Armbrustschützen ist ein bisschen nervig, zugegeben. Geht aber eigentlich auch. Bekehren wir uns immer ganz kurz zwei. Man weiß ja nie, wofür man die gebrauchen kann, ne? So, hier haben wir noch einen Kaminreiter, den setzen wir mal hinten auf Passiv. Da oben, so als Defensive. 1, 2, 3. Und das nächste Feld. So, die Mönche stehen nach hinten. Perfekt. So, der geht da dran, da dran, da dran. Ja, ich müsste eigentlich langsam auf Ritterzeit sparen, ne? Ja, pass auf, machen wir. Ein bisschen Gold haben wir hier drin. Nutzen wir das auch direkt. 5 Goldtacker sollten erstmal reichen. Ich kann es mir leider nicht anders leisten. Ja, die kosten Gold. Das ist ein bisschen mies. Ich glaube, ich mache lieber noch ein paar Plänkler dazu, weil wenn er nur mit Bogenschützen kommt, oder Armbrustschützen, das wäre natürlich praktisch, bin ich ehrlich. Auch wenn es jetzt noch mal ein bisschen Nahrung und auch ein bisschen Gold kostet, aber ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Dann machen wir uns da für mich mal 10 Stück. Einfach nur als Defensive gegen Gelb, weißt du? Na, Benna. Ja, den töten wir. So, die werden jetzt eh geheilt, ne? Alles kein Problem. Ja, der Turm ist ganz gut eigentlich auch. Und wir könnten nochmal eine Forschung machen, das kostet aber auch Gold. Die würde ich sogar schon fast sein lassen, oder? Ich weiß nicht, ist schwierig zu entscheiden immer. Finde ich. Ja, machen wir nochmal 5 Dorfbewohner. Und 1, 2, 3 dazu. Okay. Oh, scheiße. Nicht töten! Nicht töten! Oh Gott sei Dank. Kannst du mal bitte ganz kurz, danke?
Ja, bleibt immer bitte da stehen. Mach mal auf defensiv, ist auch ganz gut. Ich mach noch ein bisschen mehr Gold tatsächlich. Schneller Gold abbauen ist auch ganz hilfreich. Ich könnte noch einen Marktplatz vertragen. Ich habe ja noch einen Typen frei. Den setzen wir einfach mal hier oben hin, ist ja egal. Okay, mehr habe ich nicht als freier Dorfbewohner. War natürlich der Falsche. Sehr gut. Ich meine, noch geht's mit Verteidigen, ja. Das ist alles relativ easy sogar tatsächlich. Also ich schicke mal dahin, komm. Direkt in die Front. Ja, also Ritterzeit könnten wir uns jetzt leisten, ne? Bringt uns nicht so viel. Klonk, klonk, klonk. Sie ist ja schon viel besser. So, warte, die gehen bitte auf den drauf. Perfekt. So, 7 Goldhacker. Sollte eigentlich ganz gut sein. Wir machen noch einen 8. 9. Oh mein Gott! Wir haben zugelassen, dass unser Handelsposten niedergebrannt wurde. Nun wird es erheblich schwieriger, an das benötigte Holz zu kommen. Okay, da wird Stress gemacht. Das wusste ich nicht. Alles klar. Großer Sundiata, wir wollen uns endlich der Sosso entledigen. Aber wir können nichts tun, solange Sumanguru meine Tochter als Geisel hält. Rettet sie und wir werden für euch kämpfen. Ja, genau, Burgtür. Wenn das sind die hohen Türme? Ja, oder zumindest Wachtürme. Okay, ich sag mal so. Wenn ihr jetzt mit der Armee hier hingelaufen kommt, bin ich ein bisschen am Sack. Ja, scheiße. Ach du Scheiße. Wie stellt man sich denn das bitte jetzt vor? Ah ne, das ist Kacke. Ach du Scheiße. Ja, kommt direkt mit Imperialsachen an hier. Nicht schon wieder so ein unfairer. Das finde ich jetzt schade, wenn die jetzt wieder sowas hätten. Also bin ich ehrlich, wenn sie jetzt wieder so auf die, ich sag mal, unfaire Schiene gehen, das fände ich echt ein bisschen mies. Willst du bitte mal nicht? Zwei Gebäude der Ritterzeit! Was habe ich jetzt nicht gemacht? Habe ich schon wieder vergessen, ne? Na, das passiert mir jedes Mal, ne? Jedes Mal. Das gibt's halt nicht. Ja, so weit, so gut. Ah, kritisch, ne? Sagen wir, wie es ist. Gefällt mir gerade nicht so. Oh, da ist noch eine Mauer. Da ist noch eine Mauer. Alles gut. Ich kann ihn nicht weglocken, oder? Ich kann ihn zumindest angreifen. Kaufen wir uns ein bisschen Zeit. So. Bis ich ein bisschen bessere Einheiten habe. Ja, Imperialzeit ist ja gerade ein bisschen Ripp alles, ne? Wir haben Sumanguru satt und werden uns euch anschließen, o mächtiger Sundiata. Das kostet euch nur 1000 Gold. Ja, aber ihr seid Lappen. Ihr habt doch nur Armbrustschützen. Lol, da kommen die geslidet. Nice. Lol. Ja, das kann ich auch eben kämpfen. Okay, krieg ich hin. Schwierig. Ja, ich habe halt jetzt nur Langschwertkämpfer. Ich würde ja gerne noch umswitchen, so, aber das kann ich mir halt auch nicht wirklich leisten, ne?
Ja, ist schwierig, ne? Sag mal, wie es ist. Mein Gott, nicht die falschen Dingens hier. So, ihr geht erstmal ganz zu Stena killen. Ja, schwierig. Dass der direkt mit so Imperialzeiteinheiten kommt, ist natürlich wieder so ein klassischer Fall von leichter Unfairness, wenn wir ehrlich sind. Die Imperialzeit wurde auch abgebrochen, ne? Ach, Mist. Ja, dann hat ein bisschen die schnellere Taktik, ne? Hilft ja nichts. Was willst du machen? So. Das ist von der Mühle, aber das schleifen wir jetzt was kurz drauf. Ich habe mich jetzt gerade anders entschieden. Ja, noch Trieben? Mehr Trieböcke? LOL. Ihr müsst die killen, die ihr gerade könnt. Das ist ein bisschen sehr schwierig gerade, muss ich zugeben. Ich kann keine Langschattkämpfe machen, warum das denn nicht? Keine Zweihandschattkämpfe, warum nicht? Ach so, weil ich diese scheiß Imperialzeit nicht gekriegt habe. Stimmt, die ist abgebrochen worden. Ja, mies. Jetzt greift der Gelbe mich doch noch an, ne? Und jetzt kommt er auch mit dem stärkeren Einheiten, war ja klar. Ich bin gerade noch ein bisschen... Alter, ich hab doch schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt kommen die mit sowas an. Weißt du was? Danke für das Gold. Wenn ihr nun eine Burg in unserer Stadt baut, damit wir uns gegen Sumanguru wehren können, werden wir unsere Vereinbarung einhalten. Ihr habt 10 Minuten. Ach so! Also noch Verrat auch noch dazu. Das ist ja schön. So, geht mir bitte alle da helfen. Wir machen mal ganz kurz aus dem übrigen Gold, dass sie, auch wenn wir jetzt natürlich... Okay, hier sind zumindest verbündet vorübergehend. Warum helfen die mir denn nicht? Was seid denn ihr für Keks, Alter? Aber ist natürlich mal wieder das typische gleiche Problem, ne? Einfach die absolute Unfairness. So, haben wir. Bisschen Holz können wir verkaufen. Braucht man nur noch ganz viel Nahrung. Kriegen wir ja noch hin irgendwie. Aber danach muss ich erstmal ganz viel verwenden für meinen Dorfbewohner, weil die habe ich mich leider ein bisschen verloren. Okay. Okay, also den Angriff konnte ich jetzt nach und nach dann doch noch ein bisschen abwehren. War ein bisschen teuer. Gebe ich zu. War schwierig. Lol, das ist eine Palisade gewesen, das habe ich hier gar nicht gesehen. Ich bin ja eingemauert gewesen, bis auf hier unten. Hätte ich da mal ein Tor reingesetzt, ja, das weiß halt im Vorhinein nicht, ne? Sah aus wie eine Lücke da. Naja. Gut, sagen wir es mal, wie es ist. Ist schwierig. Vor allem, weil ich eigentlich einen langsameren Anfang haben wollte. Aber da merkt man halt doch, wir sind halt auch schwierig im Spiel, ne? Dürfen wir nicht vergessen. So, den haben wir auch noch. Der Künstler wird noch mal ganz kurz 2 Kasernen hinklatschen. Nee, weißt du was, wir brauchen mal ganz den Stein vor allem. Ich hab mich nicht mal eine Burg. Das ist halt auch so ein bisschen peinlich, ne? Scheiße, Mann, ey. Das hat mich jetzt auf jeden Fall ordentlich überrascht. Ich musste eigentlich noch mehr Einheiten bauen. Aber ich habe da jetzt gerade nicht so die Ressourcen für. Weil ich dringend erstmal... Alter, das ist mir zu teuer. Nee, wir müssen kurz Nahrung sammeln. Immer mit dem Gold alles gut funktioniert. Aber die 1000 haben wollten, aber... War, glaube ich, notwendig. Was? Der kommt jetzt die ganze Zeit mit den Einheiten? Das ist ein Troll, oder? Nee. Das ist doch jetzt mies.
Beeil dich bitte. Noch habe ich ein paar. Weiß ich mache. Auch wenn das jetzt ein bisschen teuer war. Aber wir brauchen relativ schnell eine Burg. Und die Burg hätte ich gerne irgendwie da oder hier, weil das erhöht ist. Oder direkt hier vorne. Ist das auch eine Erhöhung? Sieht ein bisschen so aus, ne? Warum kämpfen die denn nicht? Muss ich denn echt jetzt erst eine Burg dahin bauen? Ich muss eine Burg unten reinsetzen, ne? Ich bin schon eigentlich überlegen, ob ich auf den scheißen soll, weil ganz ehrlich, das wäre auch egal, fast. Ich bin froh, dass ich unten eine Mauer gebaut habe, sonst wäre ich mich da schon echt übel am Sack gewesen. Naja. Kaputt. Nee, ich verteidige mich einfach selber. Seine komische leichte Kavallerie und da, die interessiert mich nicht. Kriegen wir schon hin. Oh, wer mich treffen wollte. Frech. So. Nee, ihr könnt euch weiter hacken. Ihr macht mal die Burg. Sich überlegen, ob ich die hier oder Dings hinsetzen. Ich will die schon fast hier hinsetzen. Und das da abreißen. Weil jetzt laufen die wieder nach unten. Darauf hoffe ich gerade ein bisschen. Weil sonst hauen die da oben jetzt langsam ran. Das wäre nicht so gut. Wir haben jetzt eine Lücke gefunden. Schlecht. Der ist ein bisschen mies wieder. Also das, sowas mag ich eigentlich nicht, wenn so die Unfairness drin herrscht. Na, das ist klar. Ja, das hätte ich jetzt von Anfang an gewusst, wäre ich gar nicht auf Langschwertkämpfe gegangen. Hätten wir uns die ganzen Ressourcen sparen können. Aber das kannst du ja nicht wissen. Ja, jetzt... Jetzt müsste einer muss gesaved werden. Ist mir egal, die Burg muss stehen. Nein, ich habe vergessen, Mordlöcher zu machen. Noch schwieriger. Scheiße, Mann. Ja, komm, geht schon. Alter, die Burg ist ja Grip. What the fuck? Ja, komm, kämpf halt bis zum Tod, ist mir egal. Es hilft doch nichts. Da bin ich definitiv nicht gerade eingespielt für sowas. Dass der aber auch immer noch zu mir hinkommt, ne? Was soll das denn? Ja, der ist jetzt nicht eh gegen mich, aber trotzdem richtig mies. Ach, die sind ja auch reingekommen. Oh ja, schön. Anscheinend war unser Vertrauen in unsere magischen Brüder fehl am Platz. Denn ihr habt euren Teil der Vereinbarung nicht erfüllt. Mit uns wird es keinen Vertrag geben. Okay, ja, ich sag mal so. Das waren 28 Minuten. Komplett RIP. Aber wer kann denn ahnen, dass die... Also, das ist doch mal wie ein unfairer... Angriff eigentlich, oder? Sind wir mal ehrlich, sowas bin ich jetzt eigentlich nicht ein Fan von. Das ist auch eigentlich der Grund gewesen, warum ich erstmal Dark Souls, Payday und andere Sachen gemacht habe, um erst so ein bisschen weg von Age of Empires zu kommen, weil ich war schon echt sehr krass drin im Spiel eine lange Zeit. Aber das weiß ich nicht. So Unfairness ist jetzt nicht so mein Dingen eigentlich. Sumanguru führt seine Sosso-Krieger gegen uns in die Schlacht. Zeigen wir diesem Hund, wie malische Soldaten kämpfen. Nein, hallo, warum geht das denn nicht? Hä? Achso, mein Gott, ich war bei Y. Bayabella. 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 Ja, gehen wir erkunden, ist egal. Machen wir mal direkt zu, weil wir sind anscheinend doch eingesperrt hier. Das müssen wir uns ein bisschen zu... unseren Gunsten macht. Wir müssen da eine Burg hinbauen, so schnell es geht. Wir sind in der Ritterzeit, das heißt, ich gehe jetzt direkt hin, nutze das Gold, um mir direkt eine Burg zu bauen. Dann sind wir vor den anfänglichen Angriffen gut geschützt. Hätte ich eigentlich Red machen müssen, aber das, wie gesagt, das sind halt Sachen, da achtest du jetzt nicht so unbedingt drauf. Vor allem nicht so früh. Direkt das da hinsetzen. Geh mal danach das da. Mach du schon mal einen Handkarren. Und neue Dorfbewohner. In dieser Region gibt es sehr wenig Holz. Wenn wir mehr wollen, bleibt uns nur der Weg über den Fluss. Doch der wird von Sosso-Türmen bewacht. Lass mal ganz kurz gucken, wenn er mit Kavallerie kommt, wäre es auch eine Überlegung, wenn wir doch auch auf Kavallerie gehen, oder?
Also direkt und nicht erst. Ich habe mich eigentlich geplant, komm, ich mache erstmal Schwertkämpfer, weil jetzt nichts Großes von dem ankam. Und dann gehe ich auf Kavallerie, weil die halt deutlich teurer ist, wie man halt sieht, ne? Aber ich würde sagen, gehen wir direkt auf Kavallerie. Alle fünf zerstören. Inche. Die setzt doch direkt da unten hin. Bayabella. Direkt zwei davon. Da kommen gerade eh welche. Geht eben bitte kurz zurück. Io. Ihr macht mir direkt eine Burg dahin. Schön auf den Hügel drauf da. Bayabella. Ist ja dann doch ziemlich notwendig, ne? Dann scheißen wir komplett auf die Nahkämpfer erstmal. Dann geht ihr das Dorfzentrum bewachen. Gut, dann läuft das ja schon mal. Warte, ich habe ja noch hier ganz kurz, du kannst jetzt mal eine Mühle machen, und zwar da hinten hin. Diesmal bei den Zebras direkt. Da können die beiden mitgehen. Macht ihr das zusammen und dann geht ihr das Zebra töten. Danke. So, du gehst nach da dran, du gehst nach da dran. Ihr beiden geht da dran. Na bene. Ihr beiden geht da dran. So, ich hab einer bleibt übrig. Das könnte mein Bauarbeiter dann werden. Ja, der macht uns schon mal ein paar Häuser. Erstmal so. Der rennt wieder unten durch, ist klar. Ja, muss er halt, ne? So, macht er mal ganz kurz den hier. Perfekt. Direkt mehr davon. Hä? Wieso hab ich denn keine Gebettos? Hä? Hab ich da was falsch verstanden? In dieser Region gibt es ein wenig Holz, Platz zu beginnen. Haben die Maya nicht die Unterstützung der Gibeto-Krieger, doch die Prinzessin Memas ist eine bekannte Gibeto-Kämpferin. So. Ja, das habe ich jetzt vielleicht dann komplett übersehen. So, du gehst bitte nochmal ganz kurz hin. Ich bräuchte mich noch ganz kurz eine Universität. Das heißt, wir brauchen dringend Le Holza. Einmal Holz können wir uns auch kaufen, einfach weil es gerade so nötig ist. Ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne? Okay. Ah, guck mal, Schwertkämpfer. Schön. Wir treffen natürlich wieder gar nichts, ist klar, ne? Man kennt's. Lol. Wie er mich angreifen wollte, der Arsch. So, gehen wir da ganz kurz hin. Wir haben gerade kurz genug Häuser. Ja, jetzt gerade sitze ich noch ein bisschen auf dem Schlauch, was ich jetzt gerade weitermache. Fernkämpfer sind kein Problem, das macht die Burg easy weg. Hätte ich schon von Anfang an so machen sollen. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ja? Erstmal ein bisschen geschmeidig in die Sache ranführen, dann wird das alles schon. Immerhin kenne ich die ganzen Hotkeys noch und wie alles so ein bisschen abläuft, ne? Nur halt so ein bisschen. Man ist halt auch langsam geworden, das muss man noch dazu sagen. Ah, das ist Kackhaus war da ja, ne? Naja. Sehr schön. Mordlöcher. 100 Steine, ist ja schön. Aber noch ist ja der Angriff relativ harmlos. Da können wir, brauchen wir jetzt keinen Stein kaufen. Das geht auch so. Wir können auch mal die Felder verbessern, mal nebenbei. Na, das Krokodil wieder, das ist mir auch egal. Man müsste eigentlich am besten direkt Kamelreiter rausklatschen. Ach, wenn teuer. Ich komme nicht in die Imperialzeit. Nee, das müssen wir so machen. Sind das eigentlich Wachtürme oder? Ja, ne, dann würde ich sagen, versuchen wir die gleich kaputt zu machen mit unseren Reitern. Ich hoffe mal drauf, dass da keine Schießlöcher-Dingens hier hat da. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bräuchte auch ein bisschen Gold gleich, früher oder später. Na, ich würde mal so bei 10 Holzfällern verbleiben, ich glaube, das ist ganz gut. Machen wir mal so. Direkt da drauf. Bitte hier bleiben. Haben wir. So, solange die Preise noch hoch sind, ganz kurz das Holz und die Nahrung verkaufen. Auch wenn es vielleicht verschwendet war.
Aber wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir das Gold relativ ganz gut zusammenhalten. Die sind alle eitel, das ist natürlich gerade ein bisschen ungünstig. Dürfte natürlich nicht. Machen wir so, gar kein Problem. Mordlöcher kann ich mir noch nicht leisten, da fehlt noch 30 Steine, das kriegen wir aber auch relativ gut hin, denke ich mal. Okay. Da killt er die Ziege. Warum jagen die nicht? Okay. Da waren drei Eitel irgendwie. So, du machst direkt mal hier hinten. Relativ nach vorne kannst du es ruhig machen. Holzfällenlager. Drei, dann haben wir sechs, sieben, acht. Zwei würde ich noch machen. So 10 Stück. Wobei 8 pro Turm ist eigentlich eine ganz gute Zahl, bin ich ehrlich. Ja, das ist kein Problem. Das macht die Burg, weil die dürfte eigentlich gut hinschießen können. Ja, siehst du, easy. Ja, können sie ruhig gerne versuchen, die davon anzugreifen. Das bringt ihnen nur nicht viel. Ja, die Burg war eine sehr gute Entscheidung tatsächlich. Wir brauchen gleich noch eine Bogensäge direkt. Und Mordlöcher nicht vergessen, ne? Schwierig, ne? Ich hätte schon gerne durchgehend in Strom und Dorf gewohnt, aber irgendwie brauche ich auch Nahrung. Das ist definitiv schwierig. Ja, der ist tot, glaube ich. Ah, noch lebt er. Mehr oder weniger. Ah, warte. Ganz kurz, Mordlöcher. Ich will jetzt gerade dringend. Und direkt Ballistik. Auch wenn es kostet. Aber das ist wichtig. So, den hier. 150, 100. Ah, der hat meinen Steinhacker getötet. Das ist natürlich schön. Da könnt ihr euch mal drum kümmern. Direkt den da. Gruppe 1. Ich hoffe, ich bin jetzt noch drin im Zeitraum. Also ich fand eigentlich bis jetzt war ganz gut. So zeitlich gesehen, so, ne? Ah, die ganzen Default-Strings wieder, man kennt's. So, Sundiata. 5 Speicherstände hatte ich gehabt damals. Ja, dann war das mit der vorherigen Mission auch nicht so einfach. Okay. Gut zu wissen. Was kann ich noch machen, kurz? Ja, ich würde sagen, wir machen aus den übrigen Nahrungssachen erstmal mehr Arbeiter. Jetzt hoffe ich mal, dass der keine Mordlöcher hat. Ja, schade. Ist ärgerlich. Kann man nicht anders sagen. Direkt eine Schmiede hinknallen. Nein, warte. So, jetzt. Mein Gott, Hotkeys, ich sag's euch. Schwierig, ne? Ich bin klar, der Turm stirbt nach und nach. Aber einfach ist das nicht. Mist. So, direkt den da hinsetzen. Sehr gut. Wir müssen eigentlich die uns noch uns holen. Aber vorher möchte ich jetzt wirklich mal die Axt haben hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Die Säge da. Das schaffe ich nicht mit 4-5 Türmen. Wie denn? Bevor wir jetzt noch Schiffe dazu, die auch noch draufballern, das tut auch noch mal ein bisschen extra weh. Wüsste ich nicht wie. Ich habe ja nicht mal einen geschafft mit den Einheiten. Dann will ich mir die lieber aufbewahren, wenn die große Armee kommt, tatsächlich. Dann verpisst euch mal. Das schaffe ich nicht. Keine Ahnung wie. Auch wenn da vielleicht irgendwie Holz ist und so weiter, aber was soll ich denn machen? Holz haben wir hier theoretisch auch noch. Auch wenn wir es von ihm halt snacken müssten, aber das ist ja nicht so wichtig. Ja, nee, keine Chance. Also, ich wüsste jetzt gerade echt nicht, wie. So. Machen wir direkt mal hier mehr Felder. So ist gut. Wir brauchen definitiv mehr Nahrung als Holz gerade.
Schön. 6 Goldhacke haben wir, das ist auch nice tatsächlich. Sehr gut. Nee, entspannt euch bitte. Sowas ist gar kein Problem. Der Gelbe ist mir eigentlich richtig egal. Bin ich ehrlich. Geht nur noch bitte einen Stein. Untenrum bitte. Ist sicherer. Jetzt spare ich mal ganz kurz Nahrung an. Bis wir uns das dann leisten können. Weil diesmal müssten wir ja 2 Gebäude haben, ne? Ich meine nur. Oder? Nee, habe ich nicht. Ich will diesmal kein Kloster. Nee, ich habe eine Burg. Alles gut. Burg und Universität. Passt. 1800 müsste eigentlich auch relativ zeitnah kommen. Noch können wir einmal 2 Holz verkaufen. 1000 Nahrung noch. Kriegen wir hin. Ist auf jeden Fall sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ja, Ballistik und Mord durch den Wald echt super wichtig für die, ne? Schon krass. Defensiv und die Gruppe 1, perfekt. So, und Imperialzeit, auf geht's. So. Ich möchte hier eigentlich noch eine Burg. Oder sogar noch ein bisschen weiter vorne. Theoretisch. Die kann ich mir halt nicht leisten, ne? Außer, wir gehen hin und unterstützen den da oben ein bisschen. Aber ja, wobei ich immer so. 3-2. Ja, die Türme. Tut mir leid, aber was soll ich machen? Das sind 5 Stück. Da hätte ich vielleicht direkt Rammböcke bauen können oder so. Wäre das vielleicht eine Alternative gewesen? Ich weiß es nicht. Okay. Das geht jetzt eigentlich auch noch klar hier. Ehrlicherweise. Erstmal den ohne Einheiten, dann den mit Einheiten. Da müssen Schwertkämpfer drin sein. Wie viele? Sieht man nicht, okay. Ja, das sterbe ich da dabei. Schade. Ich hoffe, die gehen jetzt nach links und nicht nach hier oben. Das wäre mich jetzt ein bisschen schlecht. Wir müssen mal ganz kurz oben lösen gehen. Die sind, wie gesagt, gar kein Problem. Wie teuer war die Forschung dafür? 360 Gold, das ist okay. Alles Gold, ne? Lächerlich. Ja, die können wir kurz wegmoschen hier. Gar kein Problem. Nee, doch, wir bleiben nur bei Kamelreitern erstmal, bis wir da einen guten Trupp zusammen haben. Die 4 gehen wir ganz kurz da rein. Ja, 400 Gold. Das ist ein bisschen viel Gold, was ich da habe. Ich kann vielleicht ein bisschen Nahrung verkaufen. Weil ich mache jetzt allererst so direkt die schweren Kamelreiter, weil die super wichtig sind für uns. Wir haben zugelassen, dass unser Handelsposten niedergebrannt wurde. Sehr gut. Nun wird es erheblich schwieriger, an das benötigte Holz zu kommen. Das ist mir gerade egal. Großer Sundiata, wir wollen uns endlich der Sosso entledigen. Aber wir können nichts tun, solange Sumanguru meine Tochter als Geisel hält. Rettet sie und wir werden für euch kämpfen. Sehr schön. So, jetzt sind die Kavallerieeinheiten ein bisschen stärker. Ich müsste die Burg noch verstärken, bevor die mit Tribor gleich kommen. Ich habe schwere Kavallerie. Und die Burg ist vollständig geforscht. Also wenn das jetzt nicht reicht, weiß ich jetzt aber auch nicht. Weil wir haben jetzt eigentlich ganz gut darauf hingearbeitet, genau auf diesen Punkt hier. Muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, ich finde das vom Aufbau her gerade richtig gut. Ja. So ist gut. Direkt raus tun die Einheiten. Das sind zwar Hilabardiere, aber trotzdem, dass sie stehen bleiben, dass die Pfeile treffen, perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mehr davon. Wir brauchen ganz viele schwere Kamelreiter. Perfekt, perfekt. So, wir gehen daran vorbei. Aber wir müssen kurz einen Frontkampf wagen. Das geht nicht anders.
Das ist gut. Ich hatte zwar meine Einheiten komplett verloren, das weiß ich. Aber wir haben eine gute... Oh, boah, warte. Wir haben eine gute Stellung bekommen hier. Sehr schön. So. Da siehst du. So, direkt mit Dorfbewohner. Wir müssen da rausballern, was geht. Holzfäller haben wir gerade super wenig. Wie kommt's? Also so wenig wie jetzt gerade ist ein bisschen sehr wenig. Na, geht schon. Geht, alles klar. Das fand ich übrigens so gut, dass ich das sogar am liebsten auf meinem Hauptspeicherstand machen möchte. Ich speichere es mal trotzdem nochmal auf die 3. Das war fantastisch. Greift er mich da an oder ist das ein Kundschafter? Ich hoffe, ein Kundschafter. Aber es war eine sehr gute Zusammenstellung von Einheiten da tatsächlich. Sehr gut. Die hätte ich auch gerne, aber das kostet nur noch ein bisschen viel Holz. Schwierig, schwierig. Wir können eine zweite Burg bauen. Wir haben Sumanguru satt und werden uns euch anschließen, o mächtiger Sundiata. Das kostet euch nur 1000 Gold. Das, wie gesagt, das Problem ist halt einfach nur, dass du ein übelster Lappen bist. Weißt du, Armbrustschützen und ein paar leichte Kavallerieeinheiten machen halt gar nichts. Weiß ich nicht. Schwierig. Warte, du bist mal ganz kurz mein Bauarbeiter. Die zweite Burg setzen wir... Oder wollen wir ihm doch eine geben? Ach, weißt du was? Rein zu Interessenzwecken würde ich gern wissen, wie es aussieht, wenn er mir hilft. Dann schaffen wir kurz ein bisschen Gold ran. Können wir ruhig machen. Jetzt will ich natürlich noch die Tributzahlung, dürfen wir nicht vergessen. Lol. Okay, ich habe der Zunge getroffen, ein bisschen RIP. Na wenn. Ist doch egal. Treffer. Ja, schade. Wenn meine Rampe immer so gut wären, ne? Das wäre ein Segen, Alter. Sind's nur leider nie. So, komm, dann machen wir es einfach mal. Ist ja egal. Okay. Das sind 1300 Gold. Aber weißt du was, ich will's trotzdem machen. Einfach nur, was mich mal interessieren würde. Ob da irgendwas kann oder nur ein Lappen ist. Weil ich tippere tatsächlich auf Zweiteres, aber naja, man weiß es ja nie, bevor man es getestet hat, ne? Ja, 30% Tribut, schön. Danke für das Gold. Wenn ihr nun eine Burg in unserer Stadt baut, damit wir uns gegen Sumanguru wehren können, werden wir unsere Vereinbarung einhalten. Ihr habt 10 Minuten. Ja. Und währenddessen kommt er mit Einheiten zu mir gelaufen. Der Arsch. Ich meine, sag mal so, wenn er einen Spam raus hat und es schafft, hier links durchzupushen oder zumindest hier unten freizuhalten, alles und die Burg wegzupushen oder so, dann wäre ich ja auch zufrieden. Weißt du? Das wäre fein. Ich muss mal kurz ein paar mehr dafür machen. Mal kurz einquartieren. Ich habe mich langsam ein bisschen auf die Fresse gekriegt hier. So. Du gehst erstmal ganz kurz dahin. Ist hier gerade irgendwas gestorben? Oder waren das die Geräusche von denen hier? Komisch. So, und du gehst... Häuser bauen. Oh, passt sogar genau. Perfekt. Mein Gott, Hotkeys. Jetzt hab ich's. So, kurz ein Tor noch reinknallen. Perfekt. Ja, das war meine ganze Kavallerie, weil ich kurz nicht aufgepasst habe. Danke dafür. Zu freundlich. Hat sich das Gold auf jeden Fall gelohnt, muss ich sagen. Aber wobei...
125 haben wir. Dann müssten wir sogar eigentlich zwei sterben lassen. Io. Aber zu viele Dorfbewohner, ist gerade nicht so gut. Wir wussten, dass wir euch vertrauen können, Sundiata. Unsere Speere und Schwerter gehören euch. Und dein Stein gehört mir. So, jetzt macht er auch eine Manga und so, Armbrustschützen, leichte Kavallerie, Ramböcke. Vielleicht reicht's, ja? Wir probieren's einfach mal aus. Chica? Numero de Teller. Inchi. Okay. Inchi. So, das Stein snack ich mir. Direkt den da mal reinhauen. Da müssen wir am besten hier die Forschung auch noch machen. Weil das wir die Burg verstärken auch, aber erstmal das hier nutzen. So. Und ihr fünf seid über. Einer geht auf jeden Fall noch an Nahrung, dass wir schon mal 20 haben. Zwei gehen an Holz. Einer geht an Stein. Ach, jetzt geht doch nicht immer Rip, was soll das denn? Oh. Ja, weil die jedes Mal in die Einheiten reinlaufen. Ich mach das gleich mit dem Sammelpunkt da unten hin, das gibt's doch nicht. Was für eine belastende Kacke. Ja, Mist. Genauso der hier auch inkompetent ist, fuck, hat erstmal da eine Lücke reingehauen, nice. Ach, scheiße. Aber da haben wir es wieder, ne? Die Inkompetentritis. Und der letzte sollte noch an Dingens gehen hier. So, 20 da. Sind jetzt zwei Holzfäller für mich gestorben? Ah, ich habe sogar drei verloren. Oh, nice. Naja, was willst du machen, ne? Ja, nee, warte, die baut doch dann noch. Wo kommst denn du denn jetzt her? Ja, Holz, komm. So, Botkin-Pfeil. Na, bene. Numero de Teller. Ne, hab ich jetzt zwar eigentlich genug, bin ich ehrlich. Mit 7, 20, 15 und 5, da bin ich eigentlich ganz gut ausgesorgt. Und einen Bauarbeiter halt. Da bin ich zufrieden mit. Wir machen uns mal ganz kurz so viele davon, wie es geht. Triebwerke natürlich auch gleich, ne? Ach ja, stimmt, das war die Forschung mit Dorfzentrum, ne? Hm, hab ich auch vergessen. Weil müssen wir nämlich erstmal das Ding hier wegmachen. Der will ja nur die Burg theoretisch haben, ne? Ah ne, wir sollen die da komplett rausholen, ne? Hm, auch schwierig. Jetzt sag mir nicht, der verliert jetzt dagegen. Das meine ich halt. Dann hast du KIs gegen dich, dann schicken sie dir einen Angriff nach dem nächsten zu dir hin. Hast du die als Verbündeten, dann sind das einfach so hirntote Vollidioten. Ey, sorry, aber das gibt's doch nicht. Und wer leidet drunter? Meine Burg. Na, noch erstmal nur der Marktplatz, immerhin. Aber das ist doch wohl nicht euer Ernst, oder nicht? Ich glaube nicht. Gold ist komplett leer gerade, sehe ich. Schwierig. Generell mal kurz Goldabbau fördern. Ja, war halt so klar, ne? Das ist schon eine richtige Pfeife, muss ich sagen. Und wer verliert die Burg? Ich. Toll. Ach, weißt du was? Ich mach mal noch ganz kurz einen Mönch dazu. Wir haben hier die Möglichkeit, noch kurz ein, Kloster zu bauen. Ich will gerne noch ein paar Forschungen machen. Ich weiß aber... Ach, bin ich doof. Jetzt habe ich das für den Nahkämpfer hier geforscht, ne? Mhm. Smart. Kurz ein bisschen Nahrung verkaufen. Mein Glück ist, dass die Gegner das alles immer die ganze Zeit kaufen. Da bin ich halt ganz gut mit bedient. Kurz den hier machen. Ja, Holz verkaufen lohnt sich jetzt eher weniger. So, einen davon auf jeden Fall schon mal. Ah, ich meine, er baut schon ein, zwei Sachen hier, ja, aber... Irgendwie so gefühlt im Vergleich zu, als er mich angegriffen hat, irgendwie nicht so viel, oder? Weil bei mir kommt ein Angriff mit irgendwie 10 Armbrustschützen, ein Rambock und so 4-5 Reiter, so wie ich sie gesehen hatte. Bei ihm schickt er 2 Reiter und 2 Ramböcke, wovon einer fast kaputt ist. So, hä? Weiß ich nicht. Schwierig. 200 Gold.
Ja, Gold ist echt so eine Sache. Ich müsste eigentlich mal 5 Holzfäller dazu. Machen wir mal 3 Holzfäller weg und schicken die mit an Gold. Ja. Okay, der ist ein bisschen behindert. Ah, jetzt kriegt das hin. So, du machst gerade nichts. Wir machen mal ganz kurz den hier. Einen Tribut machen wir uns auf jeden Fall noch. Als nächste Forschung direkt das da. Und du machst uns nochmal ganz kurz ein paar Häuser. 2 reichen eigentlich. Ich mach trotzdem die Reihe voll, falls welche kaputt gehen sollten. Und den Rest machen wir halt dann mit Kavallerie voll, ne? Ist klar. Wir können noch eine Burg bauen. Da würde ich am liebsten, glaube ich, eine hier hinsetzen, oder? Am liebsten würde ich eine hier und da hinsetzen, dass wir so eine schöne Wand aus Burgen haben, die uns untenrum schützt. Obenrum. Ja, ne? Sehr schön. Na bene. Es ist ja das, was ich meinte. Ne? Das ist halt ein Lappen. Das ist halt mit den Einheiten. Selbst wenn er nachproduziert, wird er halt nicht weit kommen. Schwierig, ne? Wenn man Verbündete kriegt und die einfach total Vollidioten sind. Der zum Beispiel mit seinen zweiten Schwertkämpfern. Den stelle ich mir vor, dass er was tun könnte. Der könnte ja schon fast selber befreien. Nicht schlecht. Lass mal ganz kurz gucken. Das haben wir alles. Ich glaube, ich mache nochmal 2, 3 Tribocke. Kann ich wieder Nahrung verkaufen? Ja, ein bisschen. Dann haben wir 5 Stück davon. Das reicht auf jeden Fall zum guten Angriffstrupp erstellen. Schwierig. Ja, guck mal, der Zustand. Warum steht der jetzt nun da rum? Bei mir wäre der weitergerollt. Safe. Naja, naja. Was willst du machen, ne? Ich will zwar nicht wieder Einheiten wieder rein investieren da. Bin ich ja ehrlich. Haben wir davon schon mal 20? Wir können aber noch mehr machen. Ja, die Burg ist irrip. Ja, das, guck mal, das ist... Es war halt so eine Verschwendung, der Typ. Eine 1300 Gold und eine Burg. So eine Verschwendung. Das Einzige, was es uns gebracht hat, war so für 10 Sekunden Ruhe beim Angreifen hier. Wobei selbst seinen Angriff hätte ich mit der Burg locker aushalten können. Naja, was willst du machen? Das ist halt schwierig. So, noch ganz kurz die Wehrpflicht, damit die Kavallerie ein bisschen schneller reinkommt. Weil so langsam sind wir so weit stabilisiert, dass der uns nichts mehr wirklich anhaben kann. Dann können wir ganz kurz die ganzen Gebäude und Mauern verstärken, zumindest soweit es geht. Ja, schneller bauen ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Schießpulver vielleicht noch. Die gute Chemie, ne? Ja. Dann haben wir noch ganz schön viel Bevölkerungsmittel übrig, womit wir dann ein bisschen auf Reiter gehen können. Leider habe ich jetzt aber gerade nicht so viel Gold über und verkaufen. Lohnt sich halt eigentlich nicht. Wir müssten doch eine zweite Einheit hinzuziehen. Nahrung und Holz. Ist jetzt nicht so die hohe Möglichkeiten. Wir können halt Plänkler machen, was uns halt gar nichts bringt, weil der Gelbe unser Verbündeter ist. Na komm, mach mal den mal noch nebenbei. Er ist halt lächerlich, ne? Er ist halt so lächerlich. Ich kann jetzt auch nicht da hingehen und den verteidigen, da habe ich ja auch nichts von, weißt du? Bringt mir ja gar nichts. Okay, pass auf, wir gehen jetzt hier rüber und snipen den von hier weg, weil wir haben ja hier genug Platz, ne? Und falls wir hier rübergelaufen kommen, dann haben wir unsere Kavallerie da. Alles easy. Der hat zwar Hellebardiere da teilweise, was ein bisschen nervig ist. Aber das ist meine stärkste Einheit gerade. Hab also nicht viele Möglichkeiten. Boah. Machen wir noch ein bisschen mehr Kamelreiter. Mal, wenn wir 300 Gold haben, 5 Stück. Dann speichern wir nochmal ganz kurz. Nur für den Fall, dass er hier ankommt und uns ein bisschen auf den Sack gehen will, ne? Machen wir mal auf die 4. Ja, die hatten hier gemütlich weiter. Noch ist er eh beschäftigt hier. Na, aber es geht. So ein bisschen verteidigen kann er sich ja doch. Also er ist zumindest ein... Er verzögert ein bisschen die Angriffe auf mich. Sagen wir es mal so. Das ist das Einzige, was er macht. Aber vielleicht reicht ja auch das schon, weiß ich mal. Ich versuche mir so ein bisschen einzureden, dass es keine Verschwendung war, den zu holen. Was würde mir doch ein bisschen wehtun.
Aber den hier weiß ich halt nicht, wie man den verteidigen soll. Da fällt mir nichts zu ein. Ah, schwierig. Ich mach mal ganz kurz die auf die 4. Ne, weißt du was, wir machen die Burgen auf die 4. Ja. Okay, jetzt rennen die dann in die Burg rein. So, bevor ich jetzt hier dumm bin, nochmal speichern. Falls es von hier angreifen mich eine schlechte Idee ist, dass wir zumindest abgesichert sind. Was triffst du sogar schon von da? Lol. Das ist gut. Der kommt natürlich jetzt hier hochgelaufen, ne? Zu unserem Glück sind die Hellebardiere weggegangen. Die gehen oben lang, oder? Ja. Das ist jetzt ein Scherz. Natürlich ist der Tribok exakt auf den Pix, dass wir da nicht durchkommen. Ist fein. Die hätten auch da oben rumfahren können, wären sie klug gewesen. Aber habe auch nicht anders erwartet. Traurig, ey. Naja. Sehr schön. Wir können noch mal einen machen. Zack. Jetzt ist natürlich auch ein Tribok weniger. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber naja. Ich glaube, hier ist nur der Anfang schwer. Weil so, seitdem wir jetzt uns dann den ersten Angriff verteidigen konnten, geht es eigentlich ganz klar. Da kam nichts anderes Krasses mehr. Oh, interessant. Okay, die tun einfach gar nichts mehr. Pfeifen, ey. Kann auch nicht so schwer sein, da durchzufahren, oder nicht? Guck mal, wie einfach das geht. Mensch. Guck mal an. Tschüss, Fakuli. War nett mit dir? Nein, eigentlich nicht. Den Turm machen wir auch noch ganz kurz weg. Der geht aufs Tor. Trifft der eigentlich oder ist er auf das Tor angezielt? Ah ne, jetzt hat er erst losgeschossen. Okay, ich dachte gerade schon, ist der so inkompetent? Ich glaube es aber nicht. Wow, 15 HP. Nice. Das habe ich nicht anders erwartet. Aber wie viele auch, ne? Nicht schlecht. Der Tribok wollte wohl nicht. Dann machen wir den halt kaputt. Okay. Aufs Tor bitte. So, ja guck mal, jetzt ist doch schon wieder easy gewesen. Stein ist fast leer. Setz mal da hin, wenn er nämlich die Burg angreifen will, dann müssen wir uns das merken. Dann gehen wir hier auf defensiv. Sehr schön. Und den Heiler schicken wir direkt dahinter. Perfekt. Mein Problem ist, die Schiffe. Weil solange die Schiffe da sind, traue ich mich mit der nicht raus. Müsste aber so gehen. Solange wir den Bait auf unsere Einheiten hier ziehen. Bei einem Kabylretter ist nichts, aber dann haben wir wenigstens die hier, weißt du? Die Prinzessin Memas. Sehr schön. Und weg. So, die dahin? Ich dachte da rein. Das sah so danach aus. Hey, wo soll die denn hin? Zum Dorfzentrum? Zur Burg vielleicht?
Steht das dabei? Memas ist bereit, sich gegen die Susso zu wenden, doch Memas König verlangt, dass zuerst seine Tochter gerettet wird. Zerstören sie die Burg und Türme der Zitadelle, in der sie gefangen gehalten wird, und bringen sie zu Memas Burg. Ah ja. Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß, das sieht halt original wie eine Markierung aus. Ja, guck mal, schon ist er ganz schön schwach, ne? Mit seinen Kamelreitern. Die Pfeife. Meine geliebte Tochter ist zurück. Ihr habt einen sehr glücklichen Mann aus mir gemacht. Wir stehen euch bei, Sundiata. Sehr schön. Das macht mich glücklich. Ganz ehrlich. So, ihr beide könnt weiter Stein haben. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mich gerettet habt, Sundiata. Im Gegenzug möchte ich euch die Unterstützung meiner Kriegerschwester anbieten. Ah. Ist doch eine Markierung, nur für was anderes. Ja, verstehe ich. Das ist gut. Lol. Der hat da was gebaut. Geh mal kurz gucken, was hat der da gebaut? Oder kann ich ja nicht bauen, weil der braches Land so ist, dieses kleine Stückchen da. Lol. Das ist ja frech. Na gut. Okay. So, direkt alle Ramböcke, Trieböcke bitte mitkommen. Wir gehen jetzt weiter. Guck mal, da fängst du mit Elite-Kämpfern an. Das ist ein Angriff. Danke. So, Sumanguro. Ich würde sagen, wir gehen direkt hier unten hin, machen seine Burg weg, damit sie ihn schön auf den Sack geht. Wir gehen mit 50, wobei kommen wir einfach alle mit, ist ja egal. Na, der hat es wenigstens verstanden. Wunderbar. Und das war einfach nur ein Lappen. Richtiger Lappen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Inchi. Hauptsache, wir haben zu wenig Holz, mein Lord. Oh, wir müssen ganz dringend gucken, dass wir Holz kriegen. Hier ist einfach mehr als genug. Lul. Ja, und ressourcentechnisch sind wir auch ganz gut angelegt. Wie ist eigentlich Nahrung? Ein bisschen Verkaufen ist drin, ne? Schön. So, warte mal. Direkt reinballern in die Burg. Knall sie weg. Ich will immer speichern. Ja, ja, komm ruhig hoch. Komm ruhig. Trau dich. Okay, ich glaube, ich brauche 6 Trieböcke, um ein so Ding mit 2 Salven wegzuschießen. Naja. So. Da kommen sie. Guck mal den Grünen an. Endlich mal einen vernünftigen Verbündeten. Ja, und die lassen wieder alle durch. Das ist doch jetzt für nicht euer Ernst. Oh Gott sei Dank kommen die zurück. Da hast du fast hier 50, 60 Kamele, weißt du? Sind sie dumm, ein paar Einheiten aufzuhalten? Kommen wir denn da hin? Alle rüberkommen. Das Schiff ist mir egal. Sehr schön. Komplett rüberkommen, da ist eine Burg. Noch besser. Wie ist denn der jetzt hingekommen? Ist er hier außen rumgerollt? Ist ja witzig. Noch näher ran? Okay. Na, fast. Dann gehst du auf den Turm, bitte. Ja, schwierig. Ja, da habe ich jetzt nicht ganz drauf aufgepasst. Ja, wir haben es ja, ne? Hm. Da ist echt eine Lücke drin, lol. Das ist natürlich nice. Okay. Zusammenbauen, bitte. Mal ganz kurz hier auf aggressiv schalten. So. Mehr Reiter, alle dahin. Grün ist mittlerweile tot, komplett, ne? Schade. Ach nee. Guck mal, er wehrt sich wenigstens. Aber weißt du was? Komm, geh mal ganz kurz helfen.
Ein bisschen. Weil ein guter Verbündeter kriegt natürlich auch gute Hilfe. Müsste eigentlich auch so reichen, ihn dann zu unterstützen. Es fehlt ja nur ein kleines bisschen. Ja, wir müssen ja nicht übertreiben jetzt hier mit rumpushen, ne? Geht immer ganz kurz hier rein. Weißt du was, machen wir es mal ganz kurz so. Und der geht da. Nein, du sollst rein, Kumpel. Und dann kannst du den da wegmachen. So, und ihr drei, geht bitte da drauf. So, jetzt ist Sumaguro auch, glaube ich, tot dann. Okay. Rein da. Okay, die treffen mal wieder gar nichts. Der Angriffsbefehl, weißt du, ist nur ein Turm, alles andere ist ihnen egal. Der Klassiker halt, ne? Kaputt? Ne, noch nicht. Ja, die sterben. Ah, ist okay. Okay, der kommt bitte noch ganz kurz drüber gerollt und geht dann, also geht mal kurz hier drauf. Dahin, dann da drauf. Mein Gott, ey. Mir dieses Überkomplizierte hier. Ah, jetzt hat er aber letzten Schützen sogar, der Typ. Guck mal an. Fett. So. Definitiv mehr davon. Bisschen Nahrung verkaufen und so. Ach komm, das Stein kann auch ruhig weg. Viel mehr Reiter. Aber doch keine zweite Einheit dazu gemacht. Ist ja okay. Reicht ja auch. Okay, da drauf. Oh, die leben sogar noch alle sechs. Ja, der verteidigt sich wenigstens auch. Endlich. Außer mich hier noch die Gibettos hier. Sind vor allem nur normale Gibettos, auch ein bisschen schade. Naja. Damit können wir leben, weil die sind mir egal. Den Turm noch kurz einreißen. Da sammeln. Sammeln. Ihr auch bitte. So, alle Türme sind kaputt. Kaputt. Schön. Dann haben wir unseren Trupp vollständig. Auf geht's. Nochmal kurz speichern. Man weiß nie, was passiert, ne? Wenn das Spiel abstürzt oder so, dann habe ich zumindest einen gespeicherten Spielstand. Ist auch relativ wichtig. Ich will überlegen, ob ich einfach YOLO reingehen soll. Ach, weißt du was? Drauf geschissen. Okay, hier sind ein paar. Weil da kommen von oben welche runtergelaufen. Schwierig. Weil wir haben so viele Ressourcen gerade über. Dann einfach reinrennen und Zerstörung anrichten. Das ist okay. Ja, das ist schwer. Ah, geht aber. Alles easy. Worüber die jetzt wieder herkommen da? Keine Ahnung. Weißt du was? Komm, da passiert jetzt nicht mehr viel. Renn da. So, tut ganz schön weh, ne? Wenn dann plötzlich jemand ankommt mit so vielen Triebwirken, ne? Mhm. Ist geil, ne? Arschloch. Okay, wir waren ganz schön auf Throw mit den Einheiten tatsächlich, aber ist egal. Drauf geschissen.
Einfach Rinder. Okay, vielleicht muss ich mal ganz kurz gucken, dass wir hier ein bisschen klarkommen. Ich habe gerade ein bisschen viele Einheiten verloren insgesamt gesehen. Aber die Türme sind ja auch alle fast weg, also ist okay. Genau, schön die Sachen kaputt machen alle. Wenn die Burg weg ist, haben wir schon mal einen großen Gewinn. Dann ist nämlich hier drin ein bisschen Ruhe. So. Wunderschön. Perfekt. Rein da. Oh, alle drei Gebäude auf einmal kaputt. Sehr schön. Haben wir gewonnen, hat aufgegeben. Perfekt. Ja, so. So sind vollständig besiegt und Sumanguro ist auf der Flucht. Wir haben gesiegt. Ja, Gott sei Dank. Aber im Endeffekt ist eigentlich nur diese eine einzige Mission schwer. Dieser eine Angriff meine ich, nicht die Mission. Der anfangs kommt. Wenn man sich darauf einstellt, dass ein übelster Push reinkommt, dann ist okay. Du musst halt immer so ein Abschätzen. Das kannst du ja vorher nicht wissen. Es kann auch genauso sein, hätte ich eine Burg gebaut, dass ich dann einfach komplett verkackt hätte. Weißt du, ich meine, das ist halt schwierig. Das ist immer sehr unterschiedlich. Naja, insgesamt war die Mission okay. Der Verräter unten hat uns im Endeffekt gar nichts gebracht, außer eine Angriffsverzögerung so. Der Anfang ist ein bisschen gemein, weil du dich halt im Endeffekt auf die Burg konzentrieren musst. Ja, es geht. Ist eine ganz okay Mission, sag ich mal. Ja, dann beim nächsten Mal kommt wahrscheinlich dann das Finale von Sundiata. Ja, und dann folgen noch irgendwie so 10 andere Kampagnen. Ach du Scheiße. Ich sag's euch, Age of Empires hätte man vorher nicht gedacht, aber ist das Spiel, wo tatsächlich die Kampagne die längste ist aus jedem Spiel, die ich bis jetzt kenne. Ey, wenn du hier pro Mission schnell bis eine Stunde benötigst, ja, ganz am Anfang sind die Missionen natürlich kürzer, ja, keine Frage. Aber insgesamt gesehen hast du später halt, ne, eigentlich fast für jede Mission eine Stunde. Ungefähr. Im Durchschnitt. Meistens mehr. Und du hast hier 170, 80, 90 Missionen. Keine Ahnung, wie viel es nach dem letzten DLC jetzt waren. Da bist du ja deine guten 200 Stunden an dem Spiel dran. Nur für die Kampagne. Wenn du jede Mission einmal spielst. Das ist schon krass. In der Zeit könntest du andere Spiele 5-mal durchspielen. Ne? Also Dark Souls zum Beispiel ist auch ein extrem geiles Spiel. Da bist du nach 40 Stunden durch. Das heißt, ich könnte da sogar New Game Plus durchspielen. Und wäre genauso schnell wie bei Age of Empires durchspielen. Ist heftig, ne? Na dann, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Da gibt's dann das Finale. Ciao. Die Armeen prallten unter Waffengeklirr und dem Donnern der Hufe aufeinander. Sie bogen und wanden sich wie ringende Schlangen. Viele Male wankten die malischen Krieger. Doch in kritischen Momenten ritt Sundiata an den Reihen seiner Männer entlang und nährte Beharrlichkeit und Siegeswillen. Schließlich ebbte der Ansturm der Sosso ab und ihre Entschlossenheit schwand. Als er merkte, wie sich das Blatt wendete, ließ Sumanguro seine Männer im Stich und floh in die Berge. Beim Anblick ihres fliehenden Anführers brachen die Reihen der erschöpften Sosso zusammen. Tagelang wurde gefeiert mit den üppigsten Festmählern, die man je sah. Alle Könige des Bündnisses versammelten sich, um Sundiata zu ihrem Mansa zu erklären, dem König der Könige. Mali war nun ein vereintes Königreich und Sundiata sein Herrscher.